Herren, schön, dass ihr hier in den Keller des Pfarrwirten gefunden habt. Es finden noch zwei wahnsinnige Stargäste gleich herunter, hoffe ich zumindest. Die erste, die heute kommen wird, ist eine waschechte, mehrfache Nestroy-Preisträgerin. Und der zweite, der kommen wird, kann seinen Namen tanzen. Ich freue mich sehr. Auf was warten wir noch? Singen mit Fühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit Kultur. Flatterhändchen! Yeah! Oh. Die französische Melodie wird gleich unseren ersten Gast begrüßen. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin, ein wahrer Wunderwutzi, Damen und Herren. Einen großen Applaus für die tolle Maria Happel! Servus. Frau Happel. Hallo. Hallo. Jawohl. Maria, möchtest du dich zu uns setzen? Gerne. Bitte. Maria Happel. Ein Name, der in Österreich doch ganz schön Türen öffnen kann, möglicherweise. Deshalb Absolut. Haben wir auch den Ball hierher gegeben. Ja. Nach dir ist ein ganzes Stadion benannt, genau. Maria. Das finde ich schon, also so weit muss das bringen als Deutscher. Ja. Ein ganzes Stadion. Du hast das selber mal in einem Interview gesagt, dass du dir in Österreich leichter getan hast, hast zumindest den Eindruck gehabt mit deinem Nachnamen. Das ist richtig, also weil der Name war hier einfach schon mal vor Ort. Ja. Eingeführt. Eingeführt und ich weiß, als ich hier angefangen habe, habe ich... im Café Ritter in Maria-Hilfer-Straße gesessen, weil ich da in der Nähe noch in einer möblierten Wohnung gewohnt habe. Und jetzt in einer unmöblierten? Der tiefe Fall der Maria Happel? Ja. Entschuldige. Nein, macht ja nichts. War ja vorgelegt, ja, zum Torschießen. Steilvorlage im wahrsten Sinne. Aber du bist gesessen und im Ritter nichts ahnend. Und nichts ahnend. Und da hat irgendwie am Nachbartisch plötzlich rübergeschaut zu mir und hat gesagt, dort immer der alte Happel gesessen. Und da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie doch ein Zeichen. Ja? Da hat immer der Happel gesessen und dann komme ich daher. Und die Happel setzt ja dort. Ja, und dann fahre ich in den Prater und dann sehe ich plötzlich Happelstadion. Da bin ich richtig. Da bin ich richtig. Hier gehe ich nicht mehr weg. Du, was möchtest du denn trinken? Ein Wasser, ein stilles Wasser. Nur ein Wasser? Und, und dazu ein Achtel. Ja. Mit welcher Farbe hätten wir es denn gern? Weiß. Weiß? Ja. Schau. Ein weißes, wurscht was, Hauptsache weiß. Naja, wenn ich es mir aussuchen kann. Marco, lieber Marco, kannst du was empfehlen? Weißwein technisch? Ein gemischten Sortsetbar. Der ist sehr gut. Meier oder ein grüner Mettiner von Meier. Na, nehmen wir mal den gemischten Satz. Den hätte ich auch gern und auch mit Wasser. Gerne. Sehr gut, danke. Also den Ball können wir wegtun, obwohl hast du als Kind irgendwie Fußballpapa? Nein. Fußball, irgendwas, nichts. Nichts. Es ist nur, also was dazu kommt, ich war auf der Schauspielschule in Hamburg. Ja. Und da habe ich auch einmal angerufen bei den Fußballern, weil da spielte der Felix Magath und der war an meiner Schule. Also ich kannte ihn zwar nicht, aber ich dachte, wenn der an meiner Schule war, wird er ab und zu auch noch heimfahren. Vielleicht kann der mich mal mitnehmen. Ach so, als Transportmittel. Also, ja. Verstehe, wenn du kommst du von ganz woanders her. Und da habe ich nämlich auch schon mit dem Namen, da war nämlich der Ernst Happel noch Trainer vom HSV. Nein. Und da habe ich mich eingeschmuggelt da und habe gesagt, ich bin die Nichte vom Herrn Happel und könnte ich...
mal den Herrn Magath sprechen. Wirklich? So gelogen? Ja, so gelogen. Bist du dann mit Herrn Magath als Taxi gen Süden gefahren? Nein, oder? Leider nie. Leider oder nie. Nicht. Nein. Wollte er nicht. Aber es hat mich dann immer interessiert. Ich war dann halt im ersten Engagement in Bremen und da war Herr Rehagel. Und doch ein bisschen es gab immer der Fußball. Und es waren immer die Städte, wo der Fußball toll war, war auch das Theater toll. Wien, Wien. Ja? Das war gerade ein große Lobhudelei. Naja. Hast du dich nach oben gearbeitet quasi? Auch ja, Fußball, auch der Fußball ist doch sehr im Kommen, ja. Der Aufenthalt in Franken hat sich jetzt sprachlich auf die lange Sicht nicht unbedingt festgesetzt. Also man hört nichts mehr, außer dass da was... Ja, also ich meine, es ist schon, es gibt schon auch da, finde ich, schon Ähnlichkeiten. Ich könnte theoretisch, also wir rollen das R. Wie der Kärntner, wie der wo Kärntner, Marco einer ist. Ja. Und die Nähe zum Wein ist ja auch da. Also in Franken machen Sie Wein? Ja, okay. In Unterfranken. Okay. Ja, auch bei uns gibt es einen sehr guten Müller-Thurgau zum Beispiel. Mhm. Oder auch, und da frage ich mich dann immer, wo das herkommt. Das muss eine Verwandtschaft geben. Woher kommt der Blaufränkische? Aus Franken. Gut. Ich habe die Prüfung bestanden. Nur hier. Aber trotzdem haben wir uns für einen gemischten Satz entschieden. Prost. Schauen wir mal. Also wir trinken jetzt. Und? Sehr fruchtig im Abgang. Ja. Das ist wirklich ein Sommelier, hätte es nicht besser sagen können. Ah, Wahnsinn. Aber ich hab gelesen, der Papa hat eine Winzer-Vergangenheit oder hat er den Beruf ausgeübt oder musste Klein Maria nicht nur die Haare schneiden vom Frisiersalon der Eltern, sondern auch die Weinreben? Ich musste auch noch mit zur Weinlese, ja. Ja. Aber da war ich vielleicht 5, 6, also das hat sich dann sehr schnell aufgehört. Also aus Unlust selbiger oder? Auch das. Also nein, es war dann so, dass mein Vater den Weinberg abgegeben hat, beziehungsweise es wurde alles dann eine Winzergenossenschaft, das also ist. Diese Privatwinzer gab es dann eben in der Form nicht mehr. Aber so ein bisschen habe ich das noch mitbekommen. Aber den Frisiersalon, den die Eltern hatten, den betreibt die Schwestern noch? Mittlerweile ja, meine Schwägerin. Ah, okay. Ja. Und Klein Maria hat Locken gewickelt? Ja, ich habe angereicht und habe alles erfahren, was man fürs Leben so braucht. Für eine Schauspielerin die beste Schulung. Ideal. Oder? Ja, absolut. Und wie kam es dann, dass das Orgelspiel, das ja, glaube ich, schon in jungen Jahren erlernt wurde, dann... Das war quasi die dritte Nebenbeschäftigung. Also es gab den Weinberg, es gab das Friseurgeschäft und im Familienbesitz sozusagen die Kirchenorgel. Oh, ja, also die Kirchenorgel im Besitz der Happels. Ja, also da hat schon der Urgroßvater drauf gespielt und meine Großmutter hat großen Wert drauf gelegt, dass das einfach so weitergeführt wird. Und alle meine Geschwister, die mussten da irgendwie immer morgens ran. Ja. Und du hast den geschicktesten Aufschnitt. Naja, ja, wie man es nimmt, ja. Gibt es Tonbeispiele noch von damals? Gibt es noch, ja. Ja, die gibt es. Und da hast du in der Messe gespielt, oder? Ja. Und Geld dafür bekommen dann auch schon im zarten Alter? Dann habe ich auch schon im zarten Alter Geld bekommen, ja. Ja. Und mit der Kirche, habe ich gelesen, gab es dann doch eine, halten Sie sich fest, wenn Sie ein bisschen zarter beseitet sind, eine bisschen ärgere, der Herr Pfarrer ist gleich Religionslehrer, hat im zarten Kindesalter damals die Stimmen des Teufels oder aus dem Jenseits vorgespielt? Oder was hat es mit der... Nein, das ist wirklich eine Geschichte, wo auch vor kurzem ein Film darüber gedreht wurde. Und das war in den 70er Jahren, gab es eine Teufelsaustreibung bei uns im Ort. Also, und unser Priester war der Exorzist. Und hat eben diese Sitzungen auf Band aufgenommen und hat uns die in der Schule auch vorgespielt. Und dann hat er gesagt, er würde uns gerne mal den ist Teufel... Ist ja Wahnsinn, oder? Alle und Lehrerinnen, die anwesend sind, das ist... Ja, das waren noch Wirkung, harte Zeiten, oder? Ja. Und er hat gesagt, macht's das nicht, weil sonst werdet ihr vom Teufel heimgesucht. Ja, das war schon irre. Also, ja, weil Wahnsinn. Man, war da schon so eingebettet, dass man das alles für bare Münze genommen hat und geglaubt hat. Und ich lange davon auch irgendwie verfolgt wurde. Das glaube ich. Wurde, ja, und unter dem Bett immer nachgeschaut vom Schlafen. Richtig, habe immer geschaut, ob er schon da ist oder, ja.
Wahnsinn. Aber dann raus aus dem Ort, oder? Irgendwann treibt es einen schon weg. Ja. Und deshalb ab nach Hamburg. Genau. Also ja. Es gab mehrere Gründe. Also eigentlich wollte ich gar nicht so gerne weg, weil ich hatte da mein Umfeld, was toll war auch, ja, also bis auf den Teufel. Aber der ist ja dann dort geblieben, weil wir genau, wissen, in Hamburg gibt's den nicht. Das wusste aber der Pfarrer nicht, ja. Der hat gesagt, wer weiß, was die in Hamburg macht, der kannte eben nur die Reeperbahn. Ja, eben. Ab dem Zeitpunkt durfte ich dann auch nicht mehr die Orgel spielen. Also das war dann nochmal so ein... Du bist nach Hamburg gegangen, bist auf dieses... Ja. Sündige Pflaster. Genau, durfte ich nicht mehr. Aber da warst du dann eh schon froh, oder? Ja. Oder? War das dann, na geh. Ja, so ab und zu, also okay. Fand ich das schon, ich fand es einfach furchtbar ungerecht. Wer spielt ja. die heute, die Orgel? Mein Bruder. Na bitte! Er ist im Familienbesitz geblieben. Genau. Und ja. in Hamburg dann Ausbildung? Ja. Auch etwas holprig am Anfang? Sehr holprig, ja. Also erstmal wollten sie mich da nicht, aufgrund meines starken Dialekts. Und, den hört man auch heute noch. Ja, und aufgrund meines Aussehens auch. Mhm. Also man hat mir damals abgeraten, Schauspielerin zu werden, aufgrund meines doch gar nicht deutschen Aussehens. Nein, ja. Blond und blauäugig wäre es einfacher gewesen. Wäre einfacher gewesen, ja. Und das wurde so ausgesprochen? Ja, Org. Sie sind ja gar kein deutscher Typ. Was wollen Sie denn spielen? Ja. Was sagt man da drauf? Das ist Wahnsinn. Ich kann mich blondieren lassen, oder? Ja, man weiß es ja nicht. Man ist ja wirklich 18, 19 Jahre ja. alt und vertraut diesen Menschen, ja. die dann quasi sagen, du hast Talent oder du hast kein Talent. Also das musste ich sehr früh begreifen, dass man das nur bei sich selber suchen kann. Und für mich wäre nur einfach die Schande, zurück ins Dorf zu gehen, ja. noch größer gewesen. Und deshalb bin ich da geblieben und musste halt irgendwie so Step by Step einfach zeigen, dass sie nicht recht haben. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen motiviert, letztendlich. Ja, und letztendlich stimmt ja tatsächlich, sie hatten nicht recht, denn mittlerweile rennt es ja gut. Ja, ne? Genau. Das ja. Und was mich besonders begeistert, ich habe gehört, dass du wahnsinnig schnell bist beim Rollenlernen. Ja. Ich meine, das sagt man normalerweise nicht gern, oder? Ich schlag mir die Rollen runter und Dings, aber so, nein, das geht eigentlich ganz einfach. Und stimmt die mehr, dass Gusti Wolf bei Harold und Maud damals ausgefallen ist? Ja. Und du hast dir in einem Tag die Rolle reingezogen? Ja, das ist richtig. Wahnsinn. Und eine Nacht. Aber so, also war sie dann auf der Bühne mit, oh nein, Herr, also schon. Nein, ich habe den Anruf bekommen von Peimann damals, der sagte, wir haben ein Problem, wir haben keine Chance, ein anderes Stück zu spielen, du musst einspringen. Ich sage, ja, okay, was ist es denn? Und er sagt, Harold and Maud. Ich sage, welche Rolle? Von den beiden, ja. Ich kann alle spielen. Ich kann sie auch beide gleichzeitig spielen. Es gäbe ja noch ein paar andere. Also es war die Mode, die damals schon Mitte 80 war, ja. Und ich sagte, okay. Und wie alt warst du? Ich war 34. Oh, freut man sich, wenn einem diese Rolle angeboten wird in dem Alter, denkt man. Und ich weiß ganz genau, weil meine Tochter wurde 2 Jahre alt und ich musste sagen, gut, ich habe noch einen Kindergeburtstag, ich fange heute Abend an zu lernen. Wahnsinn. Und dann hatten wir am nächsten Tag eben mit allen Kollegen eine Probe und die Soufflöse war ununterbrochen an meiner Seite und am Abend hatte ich den Text so weit, dass ich sie nicht gebraucht habe. Wirklich? Ja. Und das merkt man sich dann länger oder ist das so ein Kurzzeitpauken? Das ist wirklich im Kurzzeitgedächtnis ja. und das geht, glaube ich, auch nur wirklich, wenn man Orgel gelernt hat und weiß, wie man mehrere Dinge gleichzeitig tun kann. Ja? Also behaupte ich. Also alle Organistinnen, behauptest du, kennen ja. Harold und Maud in einem Tag und einer Nacht auswendig. Viel Spaß. Also jetzt bitte alle Kirchenorgler in Österreich, ihr habt es aufgehabt. Also das schauen wir uns an. Aber du lernst schnell. Ja. Woher, das kommt nur vom Orgelspielen oder sind deine Eltern auch so... Weiß ich gar nicht. Nein, also vielleicht sind auch manche Synapsen anders. Ich habe keine Ahnung. Wir werden nicht reinschauen. keine Angst. Nein, es ist so, dass ich glaube, ich zum Teil fotografisch lernen kann, aber zum Teil auch übers Gehör. Und dadurch sind es zwei Dinge, die sich verbinden. Sprichst du dir es vor? Oder? Ja, ich lerne laut. Okay. Das heißt, ich lerne immer eine Melodie mit.
Also und das ist ja, weiß man ja, das geht ja viel leichter, wenn man ein Lied singt, ja, behält man sich das ja leichter. Also ich versuche jetzt immer die Lateinvokabeln mit meiner Tochter zu vertonen. Zu singen? Ja. Und die Tochter merkt es dann auch besser? Ja, viel einfacher, ja. Sum es est, sumus est ist. Ja, geht gut eigentlich. Ja. Ich habe es zwar nicht gemerkt, aber... Du, Piaf, du hast lange, vor allen Dingen auch in Deutschland, Piaf gesungen. Wie bist du auf das gestoßen, dass du sagst, das ist meins? Gar nicht. Also das ist eher zu mir gekommen. Es gab in Bremen, als ich damals angefangen habe, hat man im Theater ein Stück gesucht, wo ich singen kann. Und damals war gerade dieses Piaf-Stück, wurde Land auf Land abgespielt. Und ich hätte nicht gedacht, dass das für mich geeignet ist. Es stellte sich anders heraus. Und dann hatte ich es quasi im Gepäck, ja, viele, viele Jahre. Und habe es nicht nur in Bremen, sondern auch in Köln, in Hannover gespielt und dann... Auch in Wien? Auch in Wien, ja. Eben. Aber da war es nur ein Liederabend, mhm, und jetzt ist sie nochmal zurückgekommen, die gute Frau Piaf, obwohl ich das gar nicht mehr wollte. Und ja, nein, aber wir haben wieder ein super Verhältnis. Also das war zwischendurch, ja, habe ich mal gedacht, nein, es reicht. Sprichst jetzt. Du Französisch? Überhaupt nicht, nein. Ich singe es nur. Das heißt phonetisch oder, ja, oder echt? Ja, das habe ich ja mir selber so mit Lautschrift, habe ich mir das von der, also von den damals noch Schallplatten abgehört. Und überprüfen lassen von jemandem? Ja, natürlich. Sonst aber weiß man nicht, was man da singt plötzlich. Nein, ich habe trotzdem immer noch Angst, wenn Franzosen im Publikum wirklich sind. Ja. Aber finden nicht auch Franzosen, wie wir alle, einen Akzent, auch wenn er vielleicht, wenn man Französisch nicht so gut kann, sehr sexy und lieb? Ja, aber vielleicht nicht unbedingt bei Frau Piaf. Ah, okay. Also da sind streng. Ja. Das ist wie wenn bei uns irgendein ein Fähnrich falsch singt. Genau. Ja, da werden genau die Leute genau auch ganz gut. Das geht ja, ja, nicht. Ja. Also das ist bei ja der Piaf. Ja. Und du wolltest im nächsten Leben Sängerin werden, hast du einmal gesagt. Ja, das finde ich ist dann die Krönung. Echt? Ja. Was ist da so der große... Ja, das ist immer... Also erstens mal, obwohl man sehr viel disziplinierter sein muss und leben muss, hat man aber eine große Freiheit durch die Musik, die schon mal da ist, ja. Das ist wie ein Teppich, auf dem man gehen kann. Und im Theater oder beim Sprechtheater ist das manchmal sehr steinig. Mhm. Und in der Musik oder beim Singen ist das finde ich irgendwie dann so die Königsklasse. Oder es ist auch so, dass wenn man dann Sängerin ist, sagt, oh, das Singen ist zu steinig. Im nächsten Leben werde ich Theaterschauspielerin, denn da ist alles viel einfacher. Und so dreht sich das immer weiter. Und der Teufel spricht dazu. Aber dann würde ich doch bitte vorschlagen, ja, liebe Nestroy-Preisträgerin, ja, warum denn aufs nächste Leben was verschieben? Wir haben hier eine Band. Wir haben Mikrofone da und du hast dir schon auch ein Lied gewünscht, dass du als Nestroy-Couplet mir mehr oder weniger, dann wir noch ein Hühnchen zu rupfen, verkauft hast. Ja. Und eigentlich ist es von dir. Ja. Und der Text? Du hast ein Nestroy-Couplet geschrieben im Nachhinein. Im Nachhinein, ja, genau. Warum? Und zwar, weil ich einen Nestroy inszeniert habe. Ja. Und der Nestroy ja, also wie man weiß, für sich die Rollen geschrieben hat und immer die Frauen ein bisschen vernachlässigt hat. Und ich habe die Madame Schleier gespielt und für die gab es kein Couplet. Und, dann hast du es erfunden. Genau. Ein Nestroy-Couplet aus dem Jahr 2000. 2000? 14, 15. 12, glaube ich. Warte. Ja. Ah, alter Hodern schon ja quasi im schnellen Musik. Und der Text ist vom Nikolaus Hack. Bitte sehr. Und selbiges werden wir sofort zur Aufführung bringen. Ja. Ich bitte dich auf unsere Showbühne. Ja. Das war jetzt genau der Platz zwischen Fass und Barhocker. Ja, genau. Das ist die Showbühne, Damen und Herren. Yeah. Damen und Herren, Frau Maria Happel.
sich nur um die Liebe, um der Sehnsucht heiße Triebe. Ich bitte, verzeihen Sie mir da meinen Einwand. Ist denn die Liebe tatsächlich so leinwand? Gut, die Liebe verleiht Flügel, das weiß jedes Kind. Doch das Gefährliche dran ist, die Liebe macht blind. Durch die Gegend zu fliegen und gar nichts zu sehen, da können die schrecklichsten Dinge geschehen. Da leidet man Bruch, bricht Herz und Glieder, so enden die meisten Liebeslieder. Drum sag ich, man ist verdraht und faschiert, wenn Hormone herrschen und Liebe regiert. Bitte, soweit ich darüber gelesen, ist die Lieb in der Steinzeit viel klarer gewesen. Da hat so ein Mann geschwungen die Keule, statt romantischem Schmus hat die Gatte in einer Beule. Dann hat er sie ganz ohne kirchlichen Beirat in die Höhle gezogen und schon war man verheirat. Sie glauben, heute haben wir's besser von Beulen ka Spur. Die Beulen sind heute in wendger Natur. Ich lob mir die Keule, denn wenn ich's beseh, so ein Wendgebäule tut viel länger weh. Darum sag ich, man ist verdraht und faschiert, wenn Hormone herrschen und Liebe regiert. Gut, die Steinzeit ist passé, und doch tut mir mein Herz noch weh. Wenn man denkt, wie die Liebe heute funktioniert, von Gefühlen befreit und revolutioniert. Man lebt nebeneinander und hackelt wie Blöde. Im gemeinsamen Schlafzimmer herrscht selige Öde. Einmal die Woche, da hat man's mal nett, doch in den seltensten Fällen im eigenen Bett. Man weiß ganz genau, die Liebe ist vergänglich, doch fürs Heiraten kriegst immer noch lebenslänglich. Drum sag ich, man ist verdraht und faschiert, wenn Hormone herrschen und Liebe regiert. Wenn Hormone herrschen und Liebe. Zu holen. Er ist Schauspieler, Moderator, Kabarettist, Sänger und ein wahrlich properes Kerlchen. Einen großen Applaus für Manuel Huber! Die Nummer kenne ich gar nicht. Die kennst du gar nicht. Dieses Lied kennt er gar nicht mehr. Hat es dich gerissen beim Runtergehen? Hättest du dich fast dabei ertappt, vielleicht mitsingen zu wollen? Kurz. Ja? Ja. Doch. Nein, es ist eh eine gute Nummer, so ist es ja nicht. Ja, eben. Ja. Also, und die Brille, die wir dir hergelegt haben, ist natürlich auch etwas, was dir noch... Naja, solange die Haare nicht ist. Auch. Schaust du ihm gar nicht müssen, ähnlich. Finde ich. Ja, so die ist Brille kann man machen, oder? Ja, die Brille geht. Ja. Oder? Sehr schön. Du schaust ja privat auch anders aus. Ja, stimmt. Oder durch die Brille. Ja. Ja, ja, ja. Und deshalb tun wir die weg.
wir tun ganz sie, wie er möchte. Also nein, kann, wir tun sie weg. Wir brauchen sie nicht, oder? Du hast eh eine Ahnung. Ist ja nicht einmal das Original, glaube ich, weil... Oh, es ist nicht das Original! Nein, jetzt mal der Ruby fängt gleich. Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt aus der... Perspektive des Hans gesprochen, okay. Hätte das, glaube ich, nicht, also hätte er nicht aufgesetzt, aufgesetzt. Wäre zu billig. Das ist ein billiges Dorferstück, ja, genau. Bitte, ja, das mit der herlegen möchte, genau. Wie auch immer. Aber Getränk, weil Billigsdorfer Getränke kriegst du hier nicht. Natürlich nicht. Marco, der würde deine Bestellung aufnehmen. Ja, ich trinke Wasser, bitte. Ich Nein. bin in der alkoholfreien Woche. Das der macht nur Schwierigkeiten. Ja, total. Die, schon. Die Brille passt ihm nicht. Ich weiß aber, dass das im Stadtsaal, wo wir manchmal auftreten, ja, gibt es den Meierwein und der ist hervorragend. Und trotzdem verzichtest du ja, jetzt man darauf. Muss irgendwie, weil sonst wird das nichts, wenn man sich nicht hin und wieder ein bisschen kasteit selber. Kasteit auch, ja. Wird was nichts? Na, mit einer gewissen Glaubwürdigkeit vor einem selber. Ne? Ach so. So meine ich, ja. Du nimmst genau. dich selbst nur nüchtern ernst. Ich glaube, es ist auch gescheit, dass okay. Ihr zwei kennt euch? Ja. 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 Ihr habt es gemeinsam, also die Aufschneider weiß ich. Habt ihr da Szene gemeinsam ja. gehabt? Ja. Ja? Oh! War das so ein eine der meist angeklicktesten ja, stimmt. Wirklich? Szenen ja. auf YouTube. Ja. Erzähl mir davon. Welche ist es? Möchtest du es erzählen? Ja, ich bin eine Krankenschwester. Genau. Und ich komme mit meinem Ejakulat. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Um es ja, testen ja. zu lassen. Ja. Aber genau. lieb ist er, dass er sagt, willst das du erzählen? Und bei Ejakulat vor der Kleine. Ja, vor der Kleine. Ja, ja. Mein Stichwort, Ejakulat. Das wollte ich immer schon im Fernsehen sagen. So ist es. Du, Ejakulat, ein schwieriges Wort. Ich will jetzt wirklich für viele Menschen, weil es ihnen nicht klar ist. Was ein... Rubei, alle dann so um ein Dumm drucken. Die meisten ja, sagen weiß. Ruben und hinten verschlucken sie es dann. Rubei ist richtig. Richtig ja. Und woher kommt denn der Name? Danke, danke, lieber Marco. Danke. Aus dem Polnischen ursprünglich, wobei ich jetzt eigentlich schon kurz davor bin zu sagen, es ist mir eigentlich wurscht, sagt es wie ihr wollt. Also, aber weil nur es, kurz davor. Kurz davor, ja, weil, aber jetzt wird es gerade besser. Aber, deswegen, nur, aber Rubei also, ist es eigentlich, genau. Rubei und heißt was? Hast du das nachgeforscht in polnischen Familien? Was heißt denk? Okay. Ja, aber, oh, also das kann ich nicht erklären. Nein, ich habe das nicht nachgeforscht. Hast du nicht nachgeforscht? Nicht, war dir immer wurscht? Ja. Komplett egal. Ja. In der Waldorfschule hast du sicher häkeln gelernt. Stricken habe ich gelernt. Häkeln weiß ich nicht. Aber stricken, ich habe Socken gestrickt in der Waldorfschule. Socken gestrickt? Mhm. Und die hast du noch? Nein. Ist das deinen Fans verschenkt? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich gehe zu selbstgestrickten Socken von Manuel Rundemann. Aber du hast gern die Waldorfschule besucht, habe ich den Eindruck, oder? Durchwachsen. Also auch das würde einen extra Abend füllen. Es gibt vieles, was ich sehr gut finde nach wie vor. Nicht alles, aber das geht wahrscheinlich jedem mit seiner Schule so. Aber dann Reinhard-Seminar aus der Tochter, da gerätst hin. Genau, geh dann hin. Dann haben sie eine Nummer. Genau. Ja, das ist ja, warum haben sie eine Nummer? Unbegreiflich. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Würdest nicht genommen. Bei ihr haben sie gesagt, sie passt nicht als deutscher Typ. Was haben sie bei dir gesagt? Bei mir kam es gar nicht so weit. Ich bin in der ersten Runde rausgesegelt und da gibt es ja nur so einen Anhang dann, welche Nummern weiter sind. Da spricht ja niemand mit dir. Da wirst du nur als Nummer dann. Ja, du bist der Nummer, genau. Hast du geweint dann ein bisschen? Oder? Nein, ich war depressiv dann. Das ist die Steigerung von Weinen eigentlich. Ja, ich war wirklich, es war wirklich gar nicht leicht. Ich habe da ein paar Wochen dran. Mhm. Aber gut. Aber du hast dann ich habe jetzt, war ja. letztes Jahr Nestra übrigens, also gratuliere immer, wenn du sie kriegst, aber sehr schön. Und ich nicht, das war schon ein bisschen ein Ding seine, oder? Ja, ich wusste nicht, dass du Nestra bist. Ich nicht, na, du nicht. Also ich, nein, na, ich spiele auch nicht mehr Theater. Überhaupt nicht, prinzipiell. Na, wenn die Maria anruft nicht. Schon, aber im Moment ja. prinzipiell nicht. Aber bei der letzten Nestra, das ist ja auch auf ORF irgendwas, weiß ich jetzt nicht. Die Preisverleihung des Nestreus. Und da hat der dritte Jahrgang des aktuellen Reinhard-Seminars... Oh, plötzlich spricht er schon so, wie wenn er bei einem Casting so, wäre. Die mussten so Körperübungen machen mit dem Ismael Ivo. Und da habe ich mir gedacht, ich bin auch froh, dass manches nicht kommt, wie ihr vorher gesprochen habt. Ja. Weil da war auch eine Schwangere zum Beispiel dabei und die hat sich so irrsinnig gespürt. Und das kann man ja machen, aber das wollte ich zum Beispiel, würde ich nicht im Fernsehen machen wolltest wollen. Nicht zum Beispiel. Sehen? Nein, will ich auch nicht sehen. Nein, muss nicht die Augen sein. Zumal. Oder den Clay Ray-Ban wieder aufsetzen. Da würde ich die gleich wieder aufsetzen. Ja. Ja. Und Theater war für die dann tatsächlich irgendwie gar nicht mehr so der... Du sagst ja auch, dein Ziel ist in 10 Jahren den Oscar gewinnen. Wer sagt das? Du. Wo sage ich das? Mein Ziel ist ein Oscar in 10 Jahren. Da steht's.
Und ich habe mir aufgeschrieben, was hilft dir dabei? Ich helfe gern mit. In irgendeinem unvorsichtigen Moment hast du bei einem Interview das offensichtlich gesagt. Ja. Das ist kein Ziel. Nein, das interessiert mich eigentlich. Echt? Nein, doch, natürlich. Da wolltest du den Journalisten rollen. Nein, ich wollte nicht rollen. Also, das mag schon sein, dass ich. Also, das klingt jetzt nur so, wenn ich das so höre, klingt das wahnsinnig. Aber ein Ziel kann man sich ersetzen. Ne? Es klingt nur irgendwie. Conchita Wurst will einen Grammy. Siehst du? Und du willst einen Oscar. Richtig, deswegen lasse ich mir jetzt auch schon ein. Oh Gott. Aber doch, Film. Film ist es schon, ja. Das, genau. Ist es dir so gegangen, oder hast du Gruber geht gelesen? Nein. Ich habe Gruber geht gelesen in dem Moment, glaube ich, wo er im Geschäft war. Aha. Und habe mir dann schon beim Lesen im Urlaub in Kroatien, habe ich mir sofort gedacht, das ist der Manuel. Hast du das auch gedacht, wie du das erste Mal gelesen hast? Das habe ich mir schon gedacht, aber das haben sich ganz viele nicht gedacht. Also, hat sich die Doris Knecht, die hat sich da rausgehalten. Okay. Und auch die Marie Kreuzer hat sich das lange nicht gedacht. Dass also, du das bist. Genau, so ist es ja. Nur wenn man sich selber denkt. Sie hat sich jemand anderen gewünscht. Ja, weiß ich nicht, gewünscht, aber es war ganz lange jemand anderer, genau. Echt? Ja? Du warst nicht die erste Wahl? Nein, dritte, glaube ich. Na, also du hast das ja gelesen auch im Rabenhof damals, glaube ich, oder? Und also, da warst du dann überhaupt klar und für dich nicht? Das muss ich, die Rolle muss ich haben. Das ist meine Rolle. Nein, also wenn es für einen selber klar ist, ich meine, für dich ist vielleicht auch klar, dass du mit der nächsten Platte Gold haben musst. Ja, genau. Musst, ne? Siehst du? Aber da müssen ja die anderen. Ist mir das klar. Ja. Und dem müssen ja die anderen auch immer mitspielen. Ja. Bis das klar. Aber das, also, und jetzt bist du froh, dass du es gemacht hast und ich glaube, alle anderen auch, oder? Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und das müssen wieder die anderen beantworten, das weiß ich nicht. Aber war es nicht wahnsinnig gefährlich, weil du selber von dir behauptest, du bist der Hypochonder, eine Rolle von einem Krebskranken zu spielen? Doch, das war schon ein bisschen ein Grenzgang. Und das war aber ein Krebs, den ich mir irgendwie, das klingt jetzt auch so deppert, aber es gibt Sachen, die ich wahrscheinlich nicht machen könnte, weil ich zu große Angst davor habe. Und vor Krebs hast du nicht so Angst? Ja, unterschiedliche Arten. Also es gibt ja verschiedene Krebse. Okay. Und manche Krebse könnte ich, glaube ich, nicht spielen. Also den Raucherlungen? Genau, zum Beispiel schwierig. Okay, wegen die Dächter. Achso, nein, also, das ist ganz egoistisch. Nein, weil ich manche Sachen kann ich mich, glaube ich, nicht abgrenzen. Weil aber du glaubst wirklich, dass du dann krank bist, oft. Das glaubt man dann, genau. Und bei dir ist das, kennst du das? Ja. Wirst du krank auch, dann vom Gefühl her, wenn du eine Rolle spielst, wo wer krank ist? Nein. Nimm dir ein Beispiel. Nein, das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich kann nur irgendwas lesen und das muss jetzt gar nicht mit dem Beruf zusammenhängen. Also wenn du es nur liest? Über eine Krankheit und die habe ich dann in dem Moment, wo ich es lese. Das ist der Punkt. Das heißt, du bist der, der dann beim Internet sitzt und im Internet das reicht ja, wenn man was aufschnappt. Echt? So schnell geht das? Und zum Beispiel gerade vor einem Jahr gelesen, das letzte war, jetzt geht es mir schon länger gut. War eine Nein, es geht, ich habe es überwunden, glaube ich. Wolltest du es hören oder nicht? Nein, aber geht, ein Flashback und plötzlich müssen wir mit der Bahre die Stirn aufhören. Eine Krankheit, wo das Sehvermögen sich so einschränken beginnt und am Schluss sieht man nur noch ganz wenig und dann ist es ganz weg. Und seither, dann habe ich mir gedacht, scheiße, es kommt schon näher. Sowas, das klingt lustig, aber es ist total real dann. Ja, genau. Und dass du es dann dagegen, den Intellekt einschalten. Versucht soll man ich das dann, jetzt genau. Gerade das ist haben? Doch lächerlich und so, aber man glaubt sich dann halt selber. Bist du so ein Kind, das früher heimlich Aktenzeichen XY im Fernsehen geschaut hat und man glaubt, dass der Mörder kommt? Ich bin Waldorfschüler, also, da darf man ja nicht fern. Der hat ein ganz anderes Leben als mir. Sieht die Welt mit anderen Augen. Ja. Aber mir ist das zu hell. Ich? Oh, du, Triest, warst du schon mal, weil du ja mit dem Stipperl, mit Triest, ja. Du kennst ihn so gut, du nennst ihn Stipperl. Ich darf Stipperl zu ihm sagen. Triest war ja dann, für alle, die es noch nicht gesehen haben, und ich glaube, es sind nur mehr wenige Menschen, die das gesehen haben, ist jetzt, habe ich gehört, im Spruch. Ja, spruchreif, dass das ein Film wird, möglicherweise. Aha, du beim ORF hast das gehört, oder was? Nein, ich habe es gelesen, es wird überlegt, habe ich gehört. Ja, überlegt wird, wir haben auch schon verschiedene Gespräche geführt, aber tatsächlich
haben wir noch nicht den Regisseur oder die Regisseurin gefunden. Daran scheitert es jetzt mal primär. Hast du schon mal einen Film? Na okay, geh, es gibt immer erstes ja. Mal. Ha? Ja. Wir werden dann... Ja. Oder quasi Regisseurin wird gesucht und ihr zwei spielt das dann auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff. Genau, und wir hätten eigentlich gern jemanden gehabt, der da einfach noch Sascha Hehn. Sascha Hehn? Nein, wir hätten gern jemanden gehabt, der quasi von Regie- und Drehbuchseite dann nochmal richtig drüber fährt und da eine eigene Version macht. Eine eigene Version? Ja, der halt quasi da seinen filmischen Blick noch dazu bringt. Genau. Okay, weil es ist ein Kabarettprogramm letztendlich. Genau, also und das nur abfilmen ist ja auch fad, sondern es ginge, wenn man einen Film macht, das ist schon sehr unterhaltsam. Das ist sehr lieb von dir, danke. Das ist, bitte sehr. Warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? Nein. Aber ich habe über Kreuzfahrtschiffe gelesen. Und durftest du das, trotz deinem Waldorfschulen-Hintergrund? Ja, lesen durfte ich. Okay. Ja. Lesen ist aber hinterher darfst du eigentlich nicht, oder? Sind Sie Waldorfschüler? Ja, das ist gefährlich. Aber so, ja. Du warst noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff? Du? Ja. Aha. Du? Ja. Auf wie? Urlaub oder arbeitend? Nein, rein zum Vergnügen. Die Strecke? Die Mittelmeer. Mittelmeer, Venedig. Ging's los und dann so die... Wow, ich dachte, das macht man erst so mit in der Pension. Aufpassen! Halt. Oh, dünnes Eis hier. Aufpassen! Aber das ist ganz doch... gefährlich, Arnold. Ja. Ganz gefährlich. Ja. Das kann ich dir erklären. Weil mein Mann hat keinen Führerschein und ich habe irgendwann gesagt, das fahren wir nur ein bisschen Kreuzfahrtschiff. Diesen Sommer werde ich nirgendwo ein Auto mieten und ich werde auch keinen Kilometer fahren. Und dann kam er nach Hause mit diesen Schiffstickets. Oh, das ist aber romantisch. Ja, okay, ein kurzes cool. Oh. Ja. Umweltmäßig ganz garstig, aber oh. Ja. Aber was schön. Und waren nur so, wie er glaubt, 90-Jährige oder? Ich weiß es gar nicht so genau, weil ich war... Nur in der Kajüte die ganze Zeit. Ich war im zweiten Monat schwanger und mir ging es noch schlechter, als es einem normal schon geht. Also verdammt! Seekrank und schwanger war einfach... Oh, das ist fürchterlich. Ja. Jetzt glaubst du, du musst... Aber sonst war es schön. Nein. Es ist... Oder? Müssen wir aufpassen, was wir für Themen ansprechen bei Manuel. Er identifiziert sich dann sofort damit. Nein, Kreuzfahrt, also das macht man eigentlich... Ist nicht da bin ich. Nein, das... Kapitän. Wäre das eine Rolle für dich? Kapitän, ja. Naja, aber ich denke mir oft, du hast ja sehr viel klassische österreichische Figuren gespielt, finde ich. Also den Falco... So einen Gruber-Geht-artigen Menschen, den weltberühmten René Sackbauer, darf man ja auch nicht vergessen, ja? Wo wir uns damals schon immer fragten, was wird mit dem sein, wenn er groß ist. Jetzt wissen wir es. Pfarrer, auch eine sehr von dir gut ausgefüllte Rolle. Du hast mir gesagt, du schaust jetzt immer absichtlich so bäs, damit die Falten da zwischen den Augen stärker werden, weil du bösere Rollen übernehmen möchtest. Genau, ja. Aber gleichzeitig versucht man es auch nicht. Ja, aber man schaut, das hat auch mit der Brille zu tun, glaube ich, oder? Nein, ich glaube, man hier immer Falken. Wenn man interessant zuhören will, glaube ich, macht man den. Ja, genau. Gibt es eine Rolle, wo du sagst, die bietet mir nie wer an und die würde ich gerne spielen? Da gab es am Theater ganz viele Rollen. Und das war auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, man muss was spielen. Da geht's lieber zum Film. Nein, beim Film eigentlich nicht. Und ich habe ja, seitdem ich... den Kollegen Stipperl, wie du ihn so zärtlich nennst, kennengelernt habe, jeden Wunsch erfüllt, weil wir uns gegenseitig die Rollen schreiben, die wir gerne spielen wollen. Schön. Und das ist wirklich das Beste, was überhaupt je passiert ist. Nämlich ein schwules Bärchen. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist naja, eine, total. Das hätten ist wir eine, auch eine, gerne ja, genau. Gemacht. Genau. Haben wir, na, vielleicht wird es ja noch. Wer weiß. Vielleicht. Salambo. Genau. Ja, genau. Das, glaube ich, passt sehr gut auf ORF3 zum Beispiel. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, oder? Du bist ja jetzt jemand, du brauchst... Pass auf, ich mach das. Du machst eine dritte Staffel nur. Ruf mich an. Diese Menschen, die hier sitzen, und auch die hier sitzen, die haben im Vorfeld die sogenannten Denkzettel ausgefüllt, die sie euch durch meiner einer... der Waldorfschüler, du hast schon zusammenrechnen, die sie euch durch meine Person gerne kredenzen möchten. Der liebe Marco hat sie gesammelt, der tut Ollas heute. Der liebe Marco, er wird sie mir bringen und ich werde die Fragen des Publikums gerne an euch weiterleiten. Der Marco, schau her. Marco. Danke, lieber Marco. Ich komme zu euch, wir kennen es. Soll ich, Manuel, wo kaufst du deine Unterhosen und Socken?
Meistens beim H&M oder so, fürchte ich. Und auch beim C&A. Und wenn es irgendwo biomäßige Einzelstücke gibt. H&M und beim C&A. Bist du mal voll dabei. Ja, voll dabei. Naja, Unterhosen. Frage an Maria. Mhm. Wann, vielleicht weißt du das tatsächlich, saufen wirklich alle Pathologen und innen? Ich glaube, es kann eine große Hilfe sein. Also die haben nicht so Weinwegwochen wie der Herr Rubi momentan. Also wobei die, ist es, wenn wir vorher drüber geredet haben. Wie viel? Ich habe so ein bisschen einen Aufräumzwang. Du hast einen Ordnungszwang. Ja, ist ja Wahnsinn. Da rammt man die Zählen weg. Nur die abgearbeitet. Okay. Wie viel man vom Rocks, wie wird man vom Rocksänger zum Kabarettisten? Rocksänger finde ich lieb beim Mondscheiner, aber die, Es hat einmal einen Fußballcup gegeben, da haben wir die Birgit Denk. Ja, Bad das habe ich halt gar nicht erwähnt. Mit 3:0 besiegt. Der hat einmal den Fußballturnier, der hat Mondscheiner gegen uns gewonnen. Aber wir waren Zweiter im Turnier und ihr Erster. Richtig, das war im Finale. Ja. Und du hast uns unterstellt, ich bin gar nicht in der Band. Ja, genau. Nein, du schon, aber die anderen sehen nicht. Ja. Man macht eigentlich das, was man nicht kann am liebsten. Aber was man behauptet einfach, gewisse Sachen. Genau. Maria, kennst du das Lustschloss im Spessart? Ja, wenn du dort herkommst, ja, warst du dort auch schon? Natürlich. Das ist ungefähr höchstens 12 Kilometer von dem Wirtshaus im Spessart. Gibt's das? Ja. Das Wirtshaus im Spessart. Auch, ja. Schwarz oder Tanker, bei dir fängst du an, Unterhosen sagen. Es tut mir leid, ich sag die Leute. Schwarz oder Tanker? Schwarz sind jetzt, also Boxershorts nicht, Schwarz Tanker ist, auch nicht. Schwarz ist das. Und Tanga zeige ich. Tanga ist Eierbecher. Ja, genau. Schwarz. Okay, Turnschuh oder Stöckelschuh? Stöckelschuh. Tatsächlich, ja. Gell? Du hast das schon ganz früh quasi für dich entdeckt. Stöckelschuh ist meins. Ja. Warum? Es gibt mir nichts anderes übrig. Aber du rennst damit wie mit Turnschuhen, muss man wirklich sagen. Wie fühlen Sie den Unterhof? Verstehe ich nicht. Warum Triest und nicht Grado? Weil es in Dresden. Ist ja super, Herst, bist du nicht? Weil Dresden ein bisschen mehr Stil hat als Grado. Wann und wo sind Sie wieder live zu sehen? Ich glaube, mit der Familie Lessig wahrscheinlich ist da die Frage. Genau, es gibt eine Homepage und da steht das alles. Hey! Lernt man als Gerichtsmedizinerin was fürs Leben, wenn man diese Rolle ausfüllen muss? Absolut. Echt? Ja. Hast du irgendwen wirklich so einen echten Leichnam dann schon allein gehabt? Oder habt ihr eh nur die Schweinefleisch vom Fleischhocker? Nein, aber wir drehen manchmal ja wirklich in der Pathologie. Und da schirmen sie es vorbei. Ist, Ja, also. Aber ich kann zum Beispiel bei Quizduell die ganzen anatomischen Fragen. Ja, siehst du's? Warum nicht mehr Musik? Du spielst eh? Ich spiele eh manchmal, weil's Leute, na, gibt, so, die das richtig gut können. Ach was. Zum Beispiel haben Sie Milieustudien in der Pathologie-Szene, haben wir gerade gehört. Morbide Tendenzen ist uns wurscht. Mozart oder Led Zeppelin, wirst du gefragt, Manuel? Mozart. Willst du noch Kinder? Nein, ich glaube nicht, aber das weiß man nicht. Hat Manuel vor oder bei Braunschlag Italienisch gelernt? Ist er gar nicht. Du hast das genauso phonetisch geredet wie richtig, Sie beim Französisch. Stimmt? Ja, stimmt. Nur so runter. Nur so behauptet. Erinnerung an die Schulzeitlehrer? Verstehe ich die Frage nicht. Wurscht. Er versteht die Frage nicht. Erinnerung an die Schulzeitlehrer. Hatten Sie ein Teenie-Idol, wirst du gefragt? Nein. Den Pfarrer, der mit den Teufel stimmt. So, eins nehmen wir noch und dann glaube ich, Maria Happel, könnten Sie auch eine stumme Rolle spielen? Habe ich schon gemacht. Ja? Ja. Nämlich? Und zwar ein Ein-Personen-Stück, Wunschkonzert. Und da wurde nicht gesprochen? Nein, ein Stück für eine Person, ohne Text. Und wie lange hat das dauert? 10 Minuten. 1,20 ungefähr. Wow. Ja. Siehst du das? Und das macht sie jetzt einmal. Ja? Bitte sehr. Genau. Und bitte wir hier verstummen, möchte ich dich, weil ja die Frage auch war mit dem Singen. Mhm, ja? Du hast eine Lieblingsband, glaube ich schon, oder? Das habe ich schon, ja. Und von der singst du ein Lied? Ja, wenn du das möchtest, und dann singst du mit. Und auch, wenn ich darf, singe ich mit, ja, auch voll, ein bisschen. Voll gerne. Und wenn es der Maria komplett einfährt. Ja, unbedingt. Ja? Dann darf sie, ich gebe dir das Mikro in die Hand. Damen und Herren, Herr Manuel Rubi singt das von seiner Lieblingsband. Willst du es verraten vorher? Oder? Ich setze die Brille wieder auf. Nein, nicht in Falco. Nein, nicht.
Siehst du jetzt Falco plötzlich? Also, ich sehe ja nichts. Sonst glaubt jeder, es ist Falco, sobald du die Brille absetzt. Aber das wird man ja hören. Weil du ihn so gut gespielt hast, glaubt jeder sofort, bitte, also wenn's ist. Ja. Willst du die Band verraten? Oder soll ich weiß das ja gar nicht, das ist ja Überraschung, oder? Also ist ja voll Überraschung. Es singt irgendwas, was wir jetzt vor die Nase halten, Damen und Herren. Bitte sehr, Manuel Rubey. Hab's nicht mal bemerkt. Schon sind am ersten Straßenbaum die ersten Blätter verfärbt. Ich will immer so viel erleben und verschlafe doch nur die Zeit. Und kaum, dass ich einmal nicht müde bin, ist der Sommer schon wieder vorbei. Sommer ist wieder vorbei. Schlechte Nachricht. Auch Denkmalkultur ist hiermit vorbei. Ich möchte Ihnen zu Hause wirklich einen dermaßen kuscheligen weiteren Verlauf Ihres Tages wünschen, wie wir ihn jetzt noch haben werden. Danke fürs Einschalten, denn es hat sich wirklich ordentlich ausgezahlt, weil es war Maria Happel heute da. Und es war der wunderbare Manuel Rubey heute da. Und wie immer hat uns hervorragend bedient Marco. Und eine gut gestimmte Band im Hintergrund, bitte sehr, die Dance. Ich persönlich bedanke mich bei allen und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Denk mit Kultur. Auf Wiedersehen.